Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cool Steel. Ja, ich sagte ja am Ende letzter Folge, ich mache einen Abstecher nach Ymir, um unsere CP aufzufüllen. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, weil wir werden ja eh wahrscheinlich keine Crafts hier einsetzen dürfen. Und ich habe auch mal nicht geguckt, was wir hier für Aufgaben haben. Ich wollte einfach mal sehen, schaffe ich es, wenn ich jetzt hier einfach so reinspringe, ohne was vorher nachzugucken. Also hier zu sehen, was wir für Bedingungen erfüllen müssen. Ich will jetzt nur mal bei meinen Leuten gucken. Also ich werde ja auf jeden Fall Elliot, Emma und Alisa mitnehmen. Ich muss nur mal eben nach den Masterquarz gucken. Und das vierte Partymitglied muss ich mir auch noch mal eben raussuchen. Und zwar anhand des Artswerts mache ich das, ob das Uses ist mit 1550, 1450 nur. Ja, es wird also Uses sein. Den hätte ich sonst auch so mitgenommen. Rean wird ja auch nicht mithalten können. Nee. Und du schon mal gar nicht. Dann gucken wir mal eben nach Masterquarzen. Ich hatte ja die guten Sachen hier rausgenommen. Nehmen wir hier mal Katze raus und Pandora wieder rein. Und Elliot hat, glaube ich, noch was Gutes. Genau. Du hast Emblem jetzt. Ach so, genau. Da müssen wir auch mal. Emblem muss ich mir merken, dass ich das wieder reinnehme. Emblem und Katze. Und du hast Aries, braucht kein Mensch. Was hast du eigentlich überhaupt für Quarze? Achso, genau, das war es ja gerade. Das ist okay erstmal. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das heißt, irgendwas, was einen hohen Magiewert hat. Das hat 140. Also ist schon ausgerüstet. Mirage. Evade Magic Attacks. Ich weiß nicht, ob wir Magic Attacks bekommen werden. Dann lass Aries einfach mal an. Ist ja egal. So, mal gucken, wie es läuft. Und zwar mit Alisa, Elliot, Emma und Jusis. Also sind wir noch zuerst dran. Keine Crafts und keine Items einsetzen. Okay, wir dürfen also K.O. gehen, wir dürfen Schaden kriegen. Wir dürfen Stille bekommen. Dass die jetzt zuerst dran sind, ist natürlich super ätzend. Ja. Keine Items benutzen, das heißt, ich kann jetzt auch nicht heilen oder sowas. Wir könnten Overdrive einsetzen. Will ich jetzt aber noch nicht machen. Normale Angriffe dürfen wir machen. So, und jetzt mal hier alles planieren. Gegen was sind die empfindlich? Alles wahrscheinlich auf 100. So, noch mal gucken. Ja. Irgendwie noch ein Buff vorher oder so. Ach so, wir können. Das bringt uns jetzt gerade nichts. Hätten wir sonst aber machen können. Full HP und HP Regen wäre auch nicht schlecht. Weil wir jetzt gerade so ein bisschen angeschlagen sind. Du bist auch gesilenced, auch schön.
How about this? Very well. So, was hast du? Ist das wohl das Beste oder hast du noch was anderes? Inside wäre auch okay. Nee. Machen wir so rum. Try this! I suppose I should thank you. Right. So, hast du Fortuna für uns vielleicht? Ja, nur für die beiden. Aber auch das würde sich, glaube ich, schon lohnen. So, Hauptsache jetzt erstmal kein Silence mehr. Arcus, activate. It's my turn. Oh, Emma hat 1700 EP, das ist ja auch Wahnsinn, sehe ich jetzt erst gerade. Schade. Ich mag das nicht, wenn meine Zauber gecancelt werden. Ja, irgendwas Kurzes, wo du den Crit mitnimmst, ist vielleicht gar nicht schlecht. So, versuchen wir es also nochmal. Obkanzler, war ja klar. Gegen beide am besten. Ja, super. Curse you. Very well. Oder Heilung? Haben wir nicht. Oh, er macht gleich Zero Arts. Das ist natürlich super. Und du könntest vielleicht heilen. Ah, nee, mach lieber einen Angriff. Arcus activate. Of course. Geht doch. What a waste of our time. Let's go. Wunderbar gekämpft. Ich war ziemlich gefesselt von eurer Schlacht. Ich hoffe, das hier ist eine angemessene Belohnung. Ja, noch mehr Unmaterial, klar.
Also bleibt jetzt nichts weiter zu tun, als die Kampfroboter zu den mächtigsten Einstellungen umzustellen und schauen, was bei euch noch, was von euch danach noch übrig bleibt. Nein, ich mache ja nur Spaß. Die Zauber werden viel mächtiger sein, aber ich bin sicher, ihr kommt damit klar. Ja, machen wir auch gleich. Ich muss wahrscheinlich nur Hitpoints heilen. Oder ist das geheilt? Oh, das haben wir alles wieder auf voll. Dann muss ich nur ein bisschen was umstellen. Und zwar war das Machias. Genau, den musst du mal eben abgeben. Den bekommt dann Uses, würde ich sagen. Und noch irgendjemand braucht ein Adamant Shield. Das könnte ein Alisa machen. Also hast du sowieso. Muss ich nur mal rechtzeitig zaubern dann. So, und dann versuchen wir mal den nächsten Level. Weil die kommen ja immer wieder mit ihren Angriffen, die halt unsere Zauber canceln. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also Level 5 Zaubertraining, sagst du? Ich hoffe wirklich, dass du bereit bist. Ja, niemand darf Low HP bekommen. Wie soll das denn jetzt bitte gehen? Es sind 6 Leute vor uns dran. No problem. Ach so, mit Overdrive eventuell. Natürlich, das wäre noch eine Möglichkeit. Und wenn wir das machen, ist denn nur Alisa zweimal dran oder sind die anderen auch zweimal dran? Ne, wir sind dann nur zweimal dran, ne? Puh. Bringt mir das was? Nee, oder mache ich einfach ein Adamant Shield jetzt? Oder beides? Da wärst du zweimal dran. Dann könntest du einmal ein Adamant Shield machen und das zählt bestimmt auch nicht. Wir machen das mal so. Wir versuchen es einfach mal. Also klar. Und das war's dann damit schon wieder, ne? Das ist der Zauber schon wieder gecancelt. Ja, so geht es nicht. Der Kampf ist schon verloren. Ja, du kannst jetzt einmal angreifen, weil du gesilenced bist. Ist auch schön. Komm, 1 Million Silence Waves. Hang in there. Thank you very much. I'm sorry, everyone. Und damit wär's schon eh erledigt. I'm sorry, everyone. Das ist nicht so einfach. Ich muss gleich mal gucken, wie es ist, wenn wir... Wenn alle 4 von uns den Kampf auch starten. Aber ich glaube, selbst dann kriege ich Schwierigkeiten. I won't lose to the likes of you.
Diese Silence Wave scheint ja auch eine irre Reichweite zu haben. I can do this. Ach so, Alisa steht ja auch noch wieder auf mit ihrem Quarz. Naja, besser fliehen sollen. Mache ich jetzt auch eben. I can do this. Let's retreat. See you later. Wahrscheinlich habe ich jetzt keine vollen Hitpoints. Ja, was für eine Schande. Aber lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr jetzt aufgebt. Wenn ihr nicht aufgebt, könnt ihr auch die sturste Blume noch zum Blühen bringen. Nee, doch, wieder volle Hitpoints. Ich überlege gerade, ob ich noch was ändern muss. Ich denke, wir müssen eh voll Power mit Overdrive gar nicht uns schützen. Wir können uns ja auch nicht vor 6 Angriffen schützen und so. Mal gucken. Es ist wieder so, dass wir nicht zuerst dran sind. Und das Problem ist, die allererste Aktion der Gegner wird sein Silence Wave, die zweite Aktion wird Silence Wave sein, die dritte Aktion wird Silence Wave sein und dann komme ich einfach nicht durch. Also muss ich Overdrive nutzen. Und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Das ist nur die Sache. Ich will noch einmal weglaufen. Mal sehen, ob ich es noch. Ob immer nur eine Person von uns zuerst dran ist oder auch mal mehr. Das ist besser, wenn er. Ja, aber der macht jetzt Silence Wave. Und damit ist es dann wieder alles obsolet. Also, wie viele Leute sind gesilenced? 2. Das heißt, es ist doch wieder nur eine Person von uns dran. Kann man direkt wieder weglaufen. Und auf bessere Zeiten hoffen. Und wieder nur Alisa dran. Nächster Versuch. Ich will es jetzt auch nicht probieren mit Alisa und dann Overdrive nutzen, denn es würde mich zu viel Zeit kosten, Overdrive wieder aufzufrischen. Oder ich müsste dann halt neu laden und dann will ich lieber direkt einen vernünftigen Start haben. Mal gucken, ob es damit geht. Denn so nur mit Alisa und Overdrive, ich glaube nicht, dass es reicht. Ja, super. Nächster Versuch können wir schon mal direkt ankündigen. Thanks. Oder? Mal gucken, was passiert. Es sind 2 Leute lebenslang vergiftet. Aber. Achso, jetzt sind. Trotzdem, die anderen sind so spät wieder dran. Es sind nur 2 von uns dran.
bringt es nicht. Wir sind auch schon wieder stark angeschlagen. Nächster Versuch. Vielleicht liegt es auch an den Speedwerten der Leute. Das muss ich nochmal gucken, ob wir da ein bisschen was tun können. Es war ja immer jetzt Alisa zuerst dran. Und Alisa hat Speed 120, okay. Du hast 99, was eigentlich auch schon ganz gut ist. 82. 86. Ich weiß nicht, ob man da viel dran drehen kann. Da ist Action 3 schon drin. Da ist Action nur 2 drin. Ja, das könnte man natürlich nochmal auf Action 3 drehen. Hier mal weg. Ah. Watch out, guys. Das war's schon wieder. Ich kann's leider jetzt auch nicht abbrechen. What? So. Stay with us. Thanks. I can do this. So, wieder einer K.O. Zwei Leute werden jetzt also noch dran. Und wir haben aber das schon nicht erreicht, dass wir, dass keiner auf Low HP gehen kann. Also nächster Versuch. Wieder nur Alisa. Right. Let's retreat. See you later. Gucken, was er macht, wie viele Leute jetzt muted werden. Achso, ich kann mich natürlich gegen das Mute schützen. Das wäre natürlich auch mal eine Sache. Das werde ich vor dem nächsten Kampf auch mal machen. Das war ja jetzt Blödsinn, dass ich das nie gemacht habe. So, jetzt versuchen wir es mal trickreich. Jetzt sagen wir hier... Fortuna kommt rechtzeitig durch. Aber dann. Es reicht nicht. Da sind noch einmal Zero Arts. Ich muss es jetzt gleich mit Overdrive probieren. Oder so. Ist auch wieder zu spät, ne?
Wir versuchen mal so viel wie möglich irgendwie auszuschalten. Das wird nicht reichen wahrscheinlich. Let's go. I'll handle this. So, und du musst jetzt Overdrive benutzen. Kannst du das überhaupt mit Emma? Ja, geht. So, du könntest einmal Adamant Shield für uns machen. Oder ja, deine Angriffszauber sind nicht so richtig stark. Wir machen es mal so rum. Allow me. Ja, es war ordentlich Schaden, aber ich fürchte, es wird trotzdem nicht reichen. Einfrieren. Haben wir da eine Chance bei denen? Ein bisschen, 6% quasi. Dann mache ich lieber einen Zauber, der auf alle wirkt. Auf alle wirkt. I suppose I should thank you. This should help. Und Alisa ist relativ schnell wieder dran. Da haben wir die Billig Chance auf Overdrive. Right. Puh. Die Frage mit Elliot oder mit Emma? Ich würde sagen mit Emma, weil Emma einfach imbar ist mit ihrem dicken Zauber, mit Pandora. So, Emma, gib noch mal alles, weil ich diese Viecher einfach so sehr hasse. Now. Jawohl. Nice shooting, Alisa. Together we're unbeatable. Naja, bis auf die letzten 8 Male ungefähr. Aber es lag ja nicht an Emma und Alisa, sondern an meiner Unfähigkeit. Ach, Herr Jemine, das war ja einfach unglaublich. Was für eine Freude, eure Fähigkeiten so voll erblüht zu sehen. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ihr mir etwas so Fantastisches gezeigt habt.
aber ich hoffe, dies hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für euch. 10-mal Ummaterial. Genau wie es keine Grenzen für die Schönheit einer Blume gibt, gibt es keine Grenzen, wie viel stärker ihr werden könnt. Oh, heißt das, es gibt hier kein Level Cap? Also wenn ihr diese Übungseinheit noch einmal wiederholen wollt, fragt mich einfach nur. Nee, danke. Was? Hallo? Ich dachte, es gibt hier vielleicht auch wieder einen Master Quartz oder irgendwas Besonderes. Kriegen wir nicht. Ach, den haben wir nicht gemacht. Uiuiui. Ha! Den habe ich echt nicht gemacht. Schande über mich. Ja, dann wollen wir das jetzt mal nachholen, oder? Naja. Da habe ich mich wahrscheinlich vorgedrückt oder ich wollte die Charaktere nicht umbasteln oder so. Come at me with all you have. Reflect Arts 3 times. Ja, das ist schön. Das wird ja ein bisschen dauern, ne? Right. Müssen wir sehen, dass wir einige Gegner hier auch mal ausschalten. Wir dürfen ja K.O. gehen. Du hast keinen Reflekt, ne? Das heißt, nur Uses kann das dann machen, das Reflektieren. Können ja ein bisschen andotzen hier. Oder wir machen Fortuna. Ne, wir machen es so. Adamant Shield. Arcus, activate! It's my turn! Insight wäre natürlich auch eine Sache für alle möglichen Leute. Vor allem für Uses, der ganz vorne steht. Nee, wir müssen mehr Leute ausschalten. Arcus activate! Pants! Of course! So, wie viel halten die aus? Nicht, dass sie durch einen Zauber schon geplättet werden. Ich mach mal nur die halbe Stärke, oder? Dann auch nicht gegen alle. Arcus activate. Very well. Arcus activate. Zum Glück wurde Uses nicht gesilenced. Zum Glück wurde nur Alisa gesilenced. Ja, die halten nämlich nichts aus hier. Now. Ja, jetzt wurde er gecancelt. Das ist super geil. Nochmal von vorne. I can do this. Ach so, das liegt daran, dass dieser Orb-Canceler oder Art-Canceler, dass der kein normaler Angriff ist, der durch Adamant Shield geblockt wird. Okay. Arzt kannst du nicht. Dann greif halt nochmal an. Ist hier irgendjemand stark angeschlagen? Ne, das reicht alles nicht.
dürfen ja auch Items benutzen. Aber ist egal jetzt. It's my turn. Schon wieder viel zu breit. Würde ich die beiden gerne mal ausschalten. Toll. Jetzt zaubert er mal und heilt seinen Kumpel, ey. Allow me. Now. I can do this. Wie machen wir das? Der ist eigentlich noch bei allen bis auf Uses vorhanden. Arcus, activate. It's my turn. So, dann hätten wir danach noch zwei Gegner, das müsste davon passen. Es wird wahrscheinlich nur eine halbe Stunde dauern, bis sie dann auch so oft gezaubert haben, bis wir dreimal Zauber gecancelt haben. My turn. This is it. I'll back you up. Right. Hey. Ja, er heilt wieder seinen Kumpel. I can do this. Ich liebe das ja. Wenn ich jetzt weiter darauf einschlage, heilen die sich ihr Leben lang. Da habe ich ja nichts von. It's my turn. My turn. Here I go. I can do this. What? Oh, please. Right. Very well. I can do this. Of course. Okay, das war einmal gecancelt. Oder zählt das jetzt als insgesamt dreimal? Das wäre natürlich super. Stand da gerade was? Ich will es nicht riskieren. Wahrscheinlich zählt das jetzt schon als dreimal, aber kein Bock, den Kampf dann nochmal zu machen. Machen wir lieber neu. Right. Of course. My turn.
Das war klar. Oh, please. No problem. Ist das nicht irgendwie ein Regenerationszauber oder so? Oder heil uns einfach so? Arcus activate! I can do this! I suppose I should thank you. It's my turn! My turn. No problem. Okay, das war jetzt das zweite Mal Zauber canceln. Do this. Here I go. Very well. Arcus, activate. No problem. Right. Of course. Ja, super. Spätestens das war's jetzt. Müssen wir so mal eben killen. I can do this. Ach ja, Reflex, hab ich ganz vergessen. Puh, zum Glück war es Alisa, die das gemacht hat. Die ist ja noch geschützt. Eieiei. My turn. No problem. So, das sollte jetzt aber reichen, ne? Allow me. Now. Ah, we should be safe now. Ah, sehr schön. Ha, jetzt zeigt ihr mal, was ihr drauf habt. Im Ernst, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr derartig performen würdet. Ihr habt noch mehr Potenzial, als ich mir schon vorgestellt hatte. Ich weiß, das ist kaum der Rede wert, aber ich möchte, dass ihr das hier trotzdem bekommt. Ja, danke schön. U-Material kann ich nie genug haben. Naja, dann seht zu, dass ihr nicht damit aufhört, euch zu verbessern. Es wäre echt eine Schande, wenn euer Potenzial nicht voll genutzt würde. Wenn es dann noch etwas gibt, für das ich nützlich sein kann,
Dann sagt es mir nur und ich helfe. Wow, ihr habt es echt geschafft, alle 5 Level unseres Zaubertrainings zu absolvieren. Dafür braucht man schon einen ziemlich guten Skill. Herzlichen Glückwunsch euch allen. Ja, danke, dass ihr das hier alles so arrangiert habt. Jetzt fühle ich mich viel zuversichtlicher in meinen Fähigkeiten. Es geht mir genauso. Es geht doch nichts über ein wenig Sphärostabübung. Glückwunsch, Edel. Ja, ich bin doch gern zu Diensten. Ja, jetzt kann ich all meine Anstrengungen auf die Operation konzentrieren, wo ich weiß, dass ich euch hier so gut es geht ausgeholfen habe. Naja, eine Sache gibt es aber noch zu erledigen. Es gibt da etwas, was wir euch gerne geben möchten. Oh. Ja, jetzt nur nicht schüchtern sein. Magius. Neuer Master Quarz. Komm schon, sei nicht schüchtern, das hier ist ein Master Quarz. Und sein Name bedeutet ebenfalls Hexe. Ja, wahrscheinlich im Japanischen. Ich spüre eine unglaubliche Mana-Macht von diesem Master Quarz. Wo habt ihr den nur her? Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als ich vor einigen Tagen mit Klein alleine gekämpft habe. Da gehörte er zur Bahnpolizei, aber Klein hat die überzeugt, ihn uns zu überlassen. Ja, der wurde wahrscheinlich von der Epstein-Stiftung in Le Mans entwickelt. Ach wirklich? Dann muss er ja qualitativ hochwertig sein. Ja, so viel kann man mit Sicherheit sagen. Die Epstein-Stiftung weiß wirklich Bescheid. Sie sind auf Augenhöhe mit der Firma Reinfort, was Sphäroforschung angeht. Und wenn es um Kampf Spheromaten geht, sind sie wahrscheinlich sogar noch besser. Also wenn sie diesen Quarz hergestellt haben, kannst du sicher sein, es ist was ganz Besonderes. Ja, wie ich hörte, ist er aber nicht leicht einzusetzen. Er hat schon oft in letzter Zeit den Besitzer gewechselt und wurde nicht allzu häufig eingesetzt. Ich dachte, Edel könnte ihn mal probieren, aber wir sind uns beide einig, dass ihr die besseren Besitzer wärt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr nehmt ihn an. Na klar, nehmen wir den an. Ja, mit Vergnügen. Danke, dass ihr an uns gedacht habt. Wir werden das Ding schon nützlich finden. Oder zu nutzen wissen, besser gesagt. Dann schauen wir uns den mal an. Klingt ja auf jeden Fall vielversprechend, Magius. Könnte ja was für Emma sein. Dinge, weil der auch Silber ist. Ne? Ach, wieder sowas. Wenn die HP runtergehen, machen wir mehr Schaden. Das ist ja mal so eine riskante Angelegenheit. Wenn die HP dann auf 0 droppen, machen wir nämlich gar keinen Schaden mehr. Und das Gebiet ist auch. Das Zaubergebiet ist größer. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn man das mal vergleicht mit dem Pandora, also da ist Emma. Von den Hitpoints ist der ein Tick besser, EP ist der ein Tick besser. Also vor allen Dingen, der levelt ja auch noch einmal. Defensive wird er gleichziehen, Arts wird er gleichziehen, Art Defense ist er ein bisschen besser, Speed ist er, wird er gleichziehen. Ja. Schwierig zu sagen, echt schwierig zu sagen. Der hier hat ja natürlich auch noch einen geilen Zauber. Ich weiß nicht, ich werde den zumindest mal aufleveln.
Auf jeden Fall besser als Katze aufzuleveln, könnte ich hier Magius mal aufleveln mit Pandora. Du kriegst dein Emblem, hattest du, glaube ich, wieder. Oder nehmen wir da was anderes? Achso, Triple Advantage Encounters, deshalb hatte ich den überhaupt genommen. Magius, Cypher, okay. Ach genau, hier hatte ich nichts Vernünftiges. Achso, nee, der war noch Level 4, deshalb. Katze hattest du auch nicht, du hattest irgendwas anderes. Das, was Uses benutzt? Nein. Na, du kannst von mir aus auch Katze aufleveln. Ach so, das spielt ja eh keine Rolle. Die sind ja nicht mit einer Gruppe. Trotzdem, falls sie irgendwie mal in Kampf kommen. Genesis. Nee, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust, da was umzustellen. Vieh, was ist. Ach, Vieh hat Vermilion, genau. Okay. Na gut, dann bleibt es dabei. Und wir können tatsächlich loslegen. Nach gefühlt 5 Folgen, die wir hier jetzt auf diesem Schiff sind, können wir es endlich verlassen und unsere Nebenquests erledigen. Wir haben ja noch, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gebraucht, um mit den Leuten auf dem Schiff zu reden und für das Training. Dann haben wir jetzt ja noch 3,5 Stunden Zeit für die Nebenquests, bevor die große Mission losgeht. Und wir beginnen natürlich in Emir. Wir können jetzt auch nach Trista reisen, das ist schön. Das heißt, ich muss auch mit in Trista wahrscheinlich noch mit den allen Leuten wieder reden. Where do you want to go? Wir müssen erstmal nach Emir. Mehr machen wir auch nicht heute. Ich gucke nochmal, ob ich snowboarden kann. Hier ist was Neues. Wahrscheinlich muss ich mit allen Leuten nochmal überall reden. Ja, große Schlacht in Heimdall, was machen wir nur? Ah, was passiert, wenn sich der Kampf auch hierhin ausbreitet? Wir müssen weglaufen. Nein, hör nicht auf Gerüchte. In Zeiten wie diesen wäre ein richtiger Mann viel ruhiger. Ja, hast wohl recht. Aber ich möchte meine Mutter, meinen Vater und dich beschützen. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, behalte einfach einen kühlen Kopf und du wirst deine Antwort finden. So macht es doch ein Mann, oder? Ja, da hast du recht. Okay. Das heißt, zwischen dieser und nächster Folge werde ich dann auch noch in vielen Städten mal mit Leuten so reden. Das will ich euch nicht alles zumuten. Es war in letzter Zeit schon sehr viel Gespräch. Dann nicht so Gespräche, die nicht unbedingt mit der Haupthandlung zu tun hatten. Also da eben gucken, ob es eine Snowboard-Strecke gibt. Ich befürchte ja. Da bin ich übrigens stolz auf, wer war es, Darkness Wardragon, der den letzten Kurs, den ich hier nur auf Easy gemacht habe, auch auf Normal geschafft hat. Den B3-Kurs hat er auch auf normaler Schwierigkeit geschafft, dann im 10. Versuch oder so, aber puh, da hätte ich nicht die Ausdauer gehabt. Alles, wo man so Geschicklichkeit braucht, ist nicht so meine Sache. Ja, super. Oh, das klappt ja ganz heftig. Oi, oi, oi.
Ich sehe schon, auf leicht werde ich 10 Versuche mindestens brauchen. Wie will man das in 56 Sekunden schaffen? Alter. Ich denke, ich werde die Killversuche alle rausschneiden. Das ist ja langweilig für euch. Also bis auf diesen hier, der bleibt natürlich drin. Kann ich da nicht zu Fuß runtergehen und die Fahnen einfach einsammeln? Das würde ich dann doch unter 56 Minuten schaffen. Wasn't so great. So, jetzt auf jeden Fall ganz langsam. Ist mir immer noch zu schnell hier. Bremsen, ja, so ist gut. Nein! Oh! Alter, Alter, Alter. So, hier auch schön bremsen, bremsen. Oh, nee. Ey, das gibt's doch gar nicht. Man kommt nicht schnell genug da rumgelenkt. Was war das denn für ein Satz? Man kommt nicht rumgelenkt. Das ist doch überhaupt kein Bremsen hier. Ist da noch ein Knopf, den ich drücken kann? Und ich glaube, ich muss hier alle fahren. Ah, nee. Ich kann 2 Fähnchen auslassen. Das ist ja schon mal was. Mal sehen, schaffe ich die Zeit über 3 Minuten. Zum Glück sind hier Bremsklötze eingebaut. Das gibt's doch nicht. Ich komm da nicht weiter nach rechts. Das verbuggt alles. Oh. Ja, super. Für mich hätten sie noch einen leichteren Schwierigkeitsgrad einbauen müssen. Aber es ist machbar. Also ich denke, man kann hier 23 Fähnchen innerhalb von 2-3 Minuten einsammeln. Wieder nicht erwischt, das geht gar nicht. Schon wieder die zweite ausgelassen, weil ich da einfach nicht mehr rüberkomme. Das heißt, ich muss jetzt alle erwischen. Das werde ich schon mal nicht mehr schaffen. Die ist jetzt ja schon wieder fies. Ja, und es geht noch. So, und jetzt kommt was Fieses. Direkt zu einer Wand. Wenn ich da nämlich die Wand berühre, dann werde ich davon so weit weggeschleudert, dass ich die Fahnen nicht mehr erwischen kann. Gerade mal gut. Ja, ja, ich schaff's. Oh. Oh, ich bin erleichtert. Ich mag das Spiel nicht. Dieses Snowboarden. I did it. Das ist unglaublich, wie du das auf dem leichten Schwierigkeitsgrad nach nur 3 bis 4 Fehlversuchen doch noch irgendwie hingekriegt hast.
Ich weiß gar nicht, was ein passenderes Wort für dich wäre, als dass du es da total super gemacht hast. Hier ist deine Belohnung. Nimm sie. Skandagem, mhm. Bringt auf jeden Fall viel Speed, glaube ich. Ehrlich gesagt fehlen mir mittlerweile die Worte. Du hast jetzt jeden Kursus absolviert, oder jeden Kurs, nicht Kursus, jeden Kurs absolviert, den ich dir abgesteckt habe. Jetzt bist du ein echter Profi, Rin. Ja, glaubst du das wirklich? Ich hatte ja auch viel Spaß, Lüge, sie alle auszuprobieren. Das freut mich zu hören. Ich lasse dir den Weg zur Piste jederzeit geöffnet. Du hast zwar jeden Kurs absolviert, aber es schadet ja sicherlich nicht, es nochmal zu versuchen, dir noch ein paar blaue Flecke zu holen, ein bisschen zu fluchen und dich aufzuregen, wenn du mal wieder Zeit dafür hast. Ja, vielen Dank. Ich komme dann wieder zurück, wenn ich die Gelegenheit habe. Ja, ja, immer diese leeren Versprechungen, Rin. Ich gehe mit dir da nie wieder hin. Nie wieder. Gut. Das soll jetzt auch erstmal Schluss der Folge sein. Ich guck mal, dass ich mit den Dorfleuten rede. Ich will mir den Skandagem hier nochmal angucken. Ach, hier ist was. Was fehlt hier? Action 3 fehlt da. Ich mal Action 2 rein. Ach, kann ich mir den Skandagem hier auch mal eben angucken. Speed plus 15, wie geil ist das denn? Dann bleibt das vielleicht sogar mit dem Action. Das ist natürlich rare, ne? Ach so, warte mal. Das wäre Chrono Drive und Skandagem macht was? Auch der Chrono Drive, super. Wunderbar, dann kommt hier doch Action 3 wieder rein. Elliot, ich brauche mal dein Action 3. Und da kommst du doch in ganz hervorragende Gefilde mit 115 Speed. 122, 106 und 98, so die Haupttruppe. Das ist alles gut. Damit kann ich prima leben. Also Emma hätte ich noch ein bisschen schneller, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht ergibt sich noch was. Also, dann sehen wir uns morgen mit irgendeiner Nebenquest oder mit ein paar Gesprächen. Mal schauen. Macht's gut. Tschüss.